So Leute, einmal versuche ich es jetzt noch mit Azazel. Das lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss das jetzt einfach mal schaffen. Also, das im letzten Run, wir waren so gut dabei. Wir waren echt so gut dabei. Und dann kommt so ein Boss-Rush-Raum. Also bitte. Also da wäre sowieso spätestens bei The Fallen Schluss gewesen. So schnell wie die auf einmal alle waren, die sind ja auf einmal nur noch gerusht. Roid Rage, Speed and Range Up. Alles klar. Speed Up ist ein gutes Stichwort. So. Und wir haben immer noch nicht Maggie freigeschaltet. Das ist die einzige, die noch fehlt. So. Oh, der Duke. Und da ein Duke ja selten allein kommt, kommt wahrscheinlich noch später der Husk. Und den Spruch, den bringe ich einfach viel zu oft. Pentagram Damage Up. Sehr schön. Pentagram ist sehr schön. So. Wider Gates, Basement 2. Zwei Pillen, drei Pillen. Zwei Spinnen. Das ist eine Telepille, okay. Alles klar. Da haben wir direkt den Bossraum. Aua. Okay. Oh, lad dich doch auf, komm schon. Okay. So, wisst ihr was? Wir gehen auch direkt in den Bossraum. Oh, es ist Dingel. Autsch. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich Dingel hasse? Old Bandage HP ab. So, lohnt sich eh nicht mitzunehmen, weil es ein Flug-Item ist. So, weiter geht's. So. Komm schon. Jawohl. Und hier rein. Scapula, you have been blessed. Die Chance, silberne Herzen zu bekommen, ist jetzt höher. So, was ist das für eine Pille? Pheromones. Was ist das für eine? Lockdown. Das war jetzt natürlich nicht so schön. So, weiter geht's. Muss man noch ein bisschen was einsammeln. Jetzt nochmal den Flat Penny. Das wäre so episch. So. Weiter nach unten. Weiter nach unten. So, jetzt schauen wir mal in den Spike-Raum rein. Spinnen. Spinnen. Und etwas, was wir nicht... Ups. Hä? Ja, okay. Ich meine, ich habe jetzt Schaden, weniger Schaden genommen, aber... Oh, Luck Up Session. Hat sich das wieder ausgeglichen. Boom. Entschuldigung, also Schlüssel waren auf jeden Fall schon mal wichtig, weil wir ja keine mehr hatten und ja noch in den Itemraum rein müssen. So. Schau mal rein. Ja, komm. What happens next? Das soll schon großartig schief gehen, ey. Schlimmer als die letzten Runs. Kann's ja jetzt wohl nicht laufen, oder? Schlimmer als die letzten beiden Runs, besser gesagt. Die letzten drei Runs, wenn du es so willst. So. Oh ja. Yeah. Komm. Jawohl. Sterbt bitte alle. Ach, da bin ich getroffen worden. Der High Priceress. Können wir auf jeden Fall beim... Das werden wir auf jeden Fall beim Boss benutzen. Wäre schön blöd, wenn ich es nicht machen würde. Nein. No. Never ever. Die Gravity-Drehen, die sind mit...
Ich nehme die irgendwann mal mit. Und dann aber auch nur, weil ich es muss. So. Aber solange ich es nicht mitnehmen muss, also jetzt gerade, nehme ich es auch nicht mit. Weil mit Azazel ist es echt beschissen, wenn du den Brimstone hast. Ey, wie oft bekommen wir denn Piep, bitteschön? Na komm. Das ist so lächerlich, wie oft wir Schaden kriegen von Piep. Ganz ehrlich, das ist so lächerlich. Wegen nichts. Okay, weiter geht's. Nicht aufregen, Foxy. Konzentrieren und weitermachen. Na? Alles klar. Noch mehr Bomben und Schlüssel einsammeln und die Pille. Full Health, alles klar. Right. Okay. Der Hanged Man, die nützt uns nichts, die Karte. So. Alles klar. Oha. Wo kommst denn du jetzt auf einmal her? Sehr schön. So. Erst nach unten. Okay, schauen wir mal rein. 5 Kisten. Kannst ja eigentlich nichts verkehrt machen. Mit Kisten. So. Schauen wir mal hier rein. Oh Mann, ich hasse diese Wandspinnen wie die Pest. Okay, weiter geht's. Oha. Mhm. Stirb. Danke. Oh, was haben wir denn da? Pyromaniac, it hurts so good, 5 bombs. Okay. Alles klar. Machen wir die Kackhaufen kaputt, weil die nerven. So. Oh Gott. Warum bin ich jetzt hier rein? Weil ich dumm bin, genau. So. Gucken wir mal, ob wir was Gutes rauskriegen. Nein. Ja, Balls of Steel, doch. War gut. The Hollow. Okay, The Hollow. Also einfacher hätte der Gegner jetzt nicht sein können. Auf dieser Ebene. Ein weiteres HP ab und ein... Jawohl. Noch ein HP ab. Instant HP ab. Weiter nach unten. Okay. Alles klar. So. Was machst du? Na, was machst du? Ne? Was machst du? Und du? Ah, du machst gar nichts mehr. Das ist wichtig. So. Oha. Mhm. Okay. Ich weiß jetzt auch, was die Regenbogenkacke macht. Die füllt unsere Herzen wieder auf, wenn wir kein Leben mehr haben. Aber natürlich nur die roten, ne? Ist ja klar. So. Aha. Einen habe ich nicht erwischt. So, aber weil es so schön ist. Yay. Yay. So. So. Schade. Keine silbernen Herzen mehr.
Ja. Und ihr merkt schon, dass ich mich ein bisschen mehr konzentriere. So. Mom's Pearl. Warum auch immer jetzt schon wieder... Warum auch immer jetzt schon wieder eine Bombe von mir gelegt wurde. Ich drück den Knopf nicht mal. Ich bin noch nicht mehr in der Nähe von dem Knopf, wo ich die Bomben lege. So. Mhm. Na, kommt her. Feine. Waren wir schon im Itemraum? Nö. Go to speed up. Nehme ich gerne mit. Aua! Wie fies war der Move denn? Oh, was haben wir denn hier? Mom's Key. Let's see now two more keys. Okay. Der war gut. Und der war noch besser. Und weiter geht's. Wie mies war der Move denn schon wieder? Okay. 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 Aua! Wie mies sind denn eure Moves heute? Balls of Steel. Na sicher. Okay, Purified Poop. Komm, die nehmen wir mit. Die hat mir bis jetzt eigentlich immer Glück gebracht. So. Oh, komm schon. Jetzt kriege ich hier eine HP-Support-Information von meinem PC. Was zur Hölle. Ich kann doch nicht angehen. Oh. So. Weiter geht's. Bob's Rotten Head. Unser erstes Spacebar-Item. Besser als nix. So. Weiter. Weiter. Monstro 2. Ich hab's ja echt mit Monstro 2 in den letzten Runs, ne? Der hat mir im Boss Rush schon fast das Leben gekostet. Und ich kämpfe an für sich nicht gerne gegen Monstro 2 bei Rebirth. So. Autsch. Ich lass mich wieder viel zu oft treffen. Growth Hormone, Speed and Damage Up. Little Baggy has appeared in the basement, okay. Interessiert mich nicht. Ich will das Fetus in the basement. So. Alles klar. Oh, sehr schön. Direkt in den Itemraum. Oh, oh. Und Sister Maggie ist das. Nee, nee, Brother Bobby. Oh, sehr schön. Was war das denn für ein einfacher Raum jetzt? Oh, Entschuldigung. Ich muss gerade ein bisschen aufstoßen. So, immer aufpassen bei diesen Viechern. Full Health, die nehmen wir mit. Wäre schön blöd, wenn ich sie nicht mitnehmen würde. Hoffen wir nur, dass sie nicht aus Versehen eingesetzt wird. Auf unergründliche Weise. Wo keiner weiß, warum sie die Tastatur jetzt. Klar. So. Und stirb. Oh nee, hat's mich doch noch getroffen. So. Oh, spielen. Spielen, spielen, spielen. Spielen, spielen, spielen. Hm? Aua. Hm? Wie schlüssig bin ich, ne? Als andere bin ich nie in diesem scheiß Bettler. Ne? Na komm schon. Schon wieder! Ich habe nicht gedrückt! So. Weiter geht's. Aua! Ich komme hier rein wegen silbernen Herzen eventuell, ne? Und verliere eher meine silbernen Herzen, als dass ich welche bekomme. Aber ich gewinne auch gerade gar nichts mehr an diesem Automaten da oben. Ich gewinne gerade gar nichts mehr. Ah, super. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch an dem Automaten da oben spielen, okay. Na? Mhm. Lass mal Kopf kratzen. Ich gewinne doch eh nichts mehr. Ich gewinne doch eh nichts mehr bei dir. Sag ich doch. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn ich jetzt das Skatron gewonnen hätte. Gar nichts, ne? Gar nichts.
Noch nicht mal so einen popigen Schlüssel und nicht mehr Geld. So. Am Geldautomat bin ich was, ne? Geld, jawohl. So. Zwei Herzen können wir loswerden. So. Sehr schön. Und weiter geht's. Und wenn ich jetzt nichts gewinne, geht mich am Arsch. Im Bauch. Oh, ein silbernes Herz. Jetzt macht das wieder wett, was wir verloren haben. Das war dumm. Waren wir schon im Itemraum? Ja, also wir können jetzt zu Mom. Na komm, mach's Maul auf. Mach's Maul auf. Mach's Maul nochmal auf, bitte. Jawohl. So. Ach, fies! Komm, stirb. Mhm, komm, stirb. Was ist das für eine Pille? Ein iPhone-Pilz, okay. Gehen wir nach links. Oh, perfekte Entscheidung. So, das Gefühl vor Mom ist immer ein Gurgling. Zumindest kommt es mir so vor. So, schade, die hat nicht getroffen, die Bombe. Mhm. So. Mom's Heals Range Up. Wir gucken zumindest mal rein. Wir können uns die Kiste hier mal holen. Er found Pills. Health down. Ja, super. Ja, super. Das hat's mir jetzt echt voll gebracht. Kurze Bedenkzeit. Moment. Rosary, ich krieg 2 silberne Herzen dazu. 3. Die ich aber mit höchster Wahrscheinlichkeit wieder verliere. Das Book of Shadows macht mir einen Schutzschild, allerdings nicht für lange. Bob's Rotten Brain will ich nicht nehmen, weil das könnte mein eigener Tod sein. Deswegen ich nehme jetzt Cricket's Head. The Parasite has appeared in the basement. Okay. Wir machen nämlich jetzt mehr Schaden durch Cricket's Head. Und das sollte man nicht unterschätzen, dass wir mehr Schaden machen. Vor allem haben wir jetzt mal wieder einen normalen Boss Rush. Nicht wieder so einen überschnellen, ey. Okay. Ich kann in den Stein drin stehen bleiben. Okay, jetzt nicht mehr. Okay, alles klar. So, Loki ist jetzt auch wieder da. Muss dran denken, dass ich noch eine Full Health Pille habe. Mit der ich aber ein bisschen aufpassen sollte. Au! So viel zu aufpassen. Ja, kommt her. Kommt nur her. Ich mach gut Schaden. Ich mach jetzt gut Schaden. Kommt nur her. Ich mache euch alle. Statt seiner silberne Herzen spawnt, ne? Okay. Jetzt wird's stressig. Das war's schon, okay. Okay. Fuck. Jetzt wird's stressig. Okay.
Okay. Okay, okay. Down. Jetzt wird's stressig. Das habe ich irgendwie immer wieder. Gerade. Fuck, 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 fuck. Herzen sammeln. Ganz dringend. Jetzt liegen hier aber auch mal ein paar mehr Herzen rum. Verdammte Axt. Jawohl. Natz mich nicht! Wichser. Lol. Macht euch gegenseitig putt, genau. Okay. Okay, the husk und the hollow. Jetzt wird's erst richtig mies. Vor allem, weil ich mich erst um Piep kümmern sollte. Der entweder schon beide Augen verloren hat oder eine Special Form hatte. Jawohl. Komm, Mask of Infamy. Ja, jetzt... Ja, das ist jetzt nicht ganz so stressig. Okay. Den Run schaffen wir. Oh, erst Death. Deswegen. Okay. Ah, fuck. Schockschwere Not. Mhm. Letzte Runde, oder? Nee, the bloat fehlt ja noch, oder? Oder hatten wir den schon? Ja! Weiter nach unten. Oh! Okay. Den Run gewinnen wir. Hoffe ich mal. Nicht, wenn ich weiter so spiele. Okay. Erstmal ihr zwei. So, dann ihr zwei. Ich habe gesagt, ihr zwei. Ja, und dann du. Tu. Und immer noch nicht Maggie freigespielt, ne? Wrath. Sollte kein Problem sein. Weiter. Sollte jetzt eigentlich auch kein Problem sein. Die erst recht nicht, weil ich gut ausweichen kann. So. Immer dran denken, wir haben noch eine Full Health Pille. Es kann nichts passieren. Pheromones. Ja, Full Health nehmen wir mit. Natürlich nehmen wir Full Health mit. What the fuck? Was ist das denn für ein mieser Move? Okay. Oh Gott. Entweder bin ich zu schnell oder ich bin zu schnell. So. Hier ist nix. Oh, was ein Kontrastunterschied, ne? In den Augen. Alter. Okay. Wie, ihr könnt euch losreißen. Aber Mr. Fred ist eigentlich auch kein allzu großes Problem. Ja. Oh,
Ein HP abfehlt uns noch, ne? Wenn wir jetzt eine Health-Up-Pille finden würden, ne? Das wäre richtig nice. Okay. Also wir haben ja auf jeden Fall mal eine zweite Full-Health-Pille. Okay. Auf jeden Fall haben wir eine zweite Full-Health-Pille. So. Die werden wir uns auch noch holen, wenn es sein muss. Okay. Wisst ihr, was jetzt geil wäre? Der Duckbomb. Der Duckbomb wäre jetzt richtig nice. Schade, ich hab's versucht noch zu retten. Hab versucht noch zu retten. Ging aber nicht mehr. Und wieder ein Dollar. Na komm, spiele ich mal ein bisschen an dir. Vielleicht kriege ich dich auch noch in die Luft gesprengt. Mir geht's eigentlich gar nicht ums Geld gerade. Mir geht's darum, diesen Automaten in die Luft zu sprengen. So. Das war's auch schon wieder. Schade. Wobei, ich könnte ja die Full-Health-Pille dafür benutzen, ne? Oh Mann. Pretty Fly. Luck up. So. Alles klar. Dingel. Down. So, was haben wir hier? The Hero Fan. Setzen wir gleich ein. Okay, also ganz ehrlich, wir machen so viel Schaden. Wenn wir diesen Marmkill nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht, bin ich ehrlich. Endlich mal wieder ein Marmkill geschafft, ey. Okay, noch haben wir nicht geschafft. Noch haben wir ihn nicht geschafft. So. Gehen wir hier links. Wie fies. Wie fies war das denn jetzt? So, du auch. Alles klar. Mom's Heart. Okay. Mom's Heart ist hart. Vor allem mit Azazel, weil wir einfach keine Range abkommen. Oh, dann kommen wir nicht mal zu Satan. Aber wir haben die Bottle of Pills freigespielt. Sorry. Oh, das muss jetzt sein. Nee, Rubber Cement. Wir sehen uns im nächsten Run wieder. Und ich bin ehrlich, ich versuch's dann mit Judas. Viel schlimmer als mit Azazel jetzt die letzten Runden kann's ja nicht.